Core Gamer Production. Hey you guys, willkommen zurück zu Final Fantasy 7. Ja, wir sind wieder unterwegs. Wir wollten oder haben uns in der letzten Folge so platziert, dass wir zum Cosmo Canyon können. Denn wir haben ja die großen Substanzen haben wir fertig gemacht. Ne? Deswegen ja, brechen wir mal auf Richtung Cosmo Canyon. Denn natürlich passiert da jetzt was mit. Was ich dann tatsächlich auch noch mal gern probieren wollen würde. Hoppala, was ist denn hier los? Vincent? Ach, scheiße. Das war Sid. Ja, doch. Was? Ach, das war Sid. Ich bin doof. Wir hatten Sid ja auf den zweiten Platz gekriegt im letzten Dingen. Ich vergaß. Heile uns mal bitte alle. Und Vincent, macht den hier Platz. Ja, dann würde ich ganz gerne doch die Galnica probieren. Ich muss aber mal gucken, wen wir dann mitnehmen, ne? Deswegen, da werden wir so ein bisschen durch die Charaktere wechseln. So, ja, die beiden Dings, die jetzt, die beiden Substanzen, die Sid jetzt in der Waffe hat, bekommen nicht 66, sondern das Dreifache. Ja, das heißt 180 plus weitere 18, das heißt 198 bekommen die jetzt immer. Sehr nice. So, wieder echt kalt, ne? Zumindest hier, wo ich jetzt wohne. Ich denke, wir werden, während wir hochgehen, auch nochmal beim Shop vorbeischauen. Da können wir nämlich so ein bisschen entwursten, ne? Sid hat keine bessere Waffe mehr, ne? Nö. Nur noch die Partisane, die können wir wegschmeißen. Okay. Das heißt, ja, Speere und so weiter können wir alle weggehügern. Gut, das Rundschreien Nummer 4, das haben wir verpasst. Das war leider etwas, was ich nicht mehr auf dem Schirm hatte. Aber da kriegt man, glaube ich, auch nichts wirklich Tolles durch. Bla bla bla. So, verkaufen, Objekte. Jetzt hoffe ich nur, dass wir sortiert haben. Da, Partisan, die kann weg. Bam. Die Trompetengranate. Oh, ich glaube, welches war das denn? Wir müssen gleich nochmal gucken. Ja, dann wechseln wir so ein bisschen durch die Charaktere, ne? Objekte einmal bitte ordnen nach Typ, damit wir es hier auch wieder sauber haben. So, okay, dann, ich glaube, hier mussten wir lange, um hochzukommen zu Bugenhagen, korrekt. Ja, bin ich ja mal gespannt, was der uns jetzt gleich erzählt. Hallo. Danke. Badam, badam. So. Wir nehmen die Leiter. Und ja. Ja, wir machen jetzt quasi gerade schon was, ja, ich sag mal, wenn ihr nicht alle Substanzen habt, ne? Ist das nicht schlimm? Ja, okay. Das kann man sehen, wie man möchte, ne? Weil. Ja, mal schauen. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst spoilern soll. Ich bin gerade sehr over the überall. So, guten Tag, der Herr. Wann immer ihr Wissen benötigt, seid ihr mir hier willkommen. Ja, darum sind wir hergekommen. Wozu habt ihr euch verirrt? Wenn das geschieht, muss ein jeder von uns sich selbst einen langen und prüfenden Blick unterziehen. Es findet sich immer etwas, das in den tiefsten Gründen unseres Herzens verborgen oder das vergessen ist. Etwas, das vor langer Zeit dort begraben oder vergessen wurde. Denkt daran, was immer es auch ist. Es ist mit Sicherheit das, wonach ihr alle sucht. Das sagt sich so leicht, aber ich kann mich an gar nichts erinnern. Es muss dort sein, sieh genauer hin. Ah, geht nicht. Klaus ruft die anderen auch noch rein. Okay. Ja, ist gut jetzt. Jetzt geht endlich mal ran. Weißt du, wie die Leute die Handy haben und nie dran gehen. Also ich zum Beispiel. Siehst du es? Was ist es, wonach ihr sucht? Nicht und wieder nichts. Mir fällt einfach nichts ein. Bei mir ist das Gleiche. Ich schaff das so nicht. Ich kann mich sehr gut an Aeris erinnern. Nein, das nicht.
Du kannst dich nicht erinnern. Du hast es nicht vergessen. Das ist es nicht. Wie soll man das sagen? Eris war die ganze Zeit über hier, hier bei uns. Sie war so nahe, dass wir sie sehen konnten, was Eris getan hat, die Worte, die sie hinterließ. Dabei fällt mir ein, bei mir war es genauso. Ich auch. Bei mir auch. Sie sagte, sie sei die Einzige, die Sephiroths Meteor aufhalten kann. Aber Eris ist fort. Können wir nicht das, was Eris vorhatte, selbst durchführen? Wir sind keine Nachfahren des alten Volkes, wenn du das meinst. Wie hat sich dieses Mädchen zu jenem Ort aufgemacht? Ich hab's. Was hast du? Wir wissen nichts davon. Was wusste Aeris? Warum ist sie Sephiroth entgegengetreten und nicht weggelaufen? Ich verstehe, sie kehrte noch einmal dorthin zurück, richtig? Vielleicht muss ich mich dorthin begeben. Du bist auch? Was ist daran so erstaunlich? Auch ich will ab und zu mal hinaus und mich ein wenig in der Welt draußen umsehen. Woran mag es nur liegen? Solche Empfindungen hatte ich seit Ewigkeiten nicht mehr. Das muss der Planet sein. Der Planet ruft dich. Ja, aber klar, Junge. Der Planet ruft. Ganz recht. Also gehen wir. Jo, wie jetzt? Ja, wie? Ja, das tun wir, Bugenhagen. Um eines möchte ich dich noch bitten. Wir haben große Mengen an Substanz bei uns. Das Zeug ist ziemlich empfindlich und wir würden es gerne an einer geschützten Stelle deponieren. Das Stockwerk über uns sollte der geeignete Ort sein und nun wollen wir los. Bin ich sehr für. Ich zeige euch, wie man die Maschine bedient. Seht aufmerksam zu. Man zieht ganz einfach hier und dann dort. Es ist das, was man große Substanz nennt? Das ist in der Tat seltene Substanz. Einer so seltenen Substanz wohnt mit Sicherheit ein spezielles Bewusstsein inne. So, wir können jetzt mit, große Substanz. Sie glüht sonderbar. Näher herangehen. Von der großen Substanz ging ein kaltes Glühen aus. Ist das Bahamut? Ja. Substanz Neo-Bahamut glüht hell. Substanz Bahamut 0 erhalten. So, ja, die anderen, die wir hier haben, geht um Folgendes. Sie glüht sonderbar. Näher herangehen. Von der großen Substanz ging ja stilles Glühen aus. Die Farbe, es ist dieselbe wie bei den Befehlssubstanzen. Ja. Wenn wir die Befehlssubstanzen alle auf Master haben, können wir hingehen und dann können wir hier eine Master-Befehlssubstanz herstellen. Dasselbe... Hallo, jetzt geh doch weg. Dasselbe halt mit Magie. Ne, hier haben wir eine grüne. Große Substanz. Sie glüht sonderbar. Na, herangehen. Was ist das? Von der großen Substanz ging ein sanftes Glühen aus. Diese Farbe, es ist dieselbe wie bei der Zaubersubstanz. Große Substanz. Ja, ja. Näher herangehen. Feuriges Glühen. Diese Farbe ist dieselbe wie bei den aufgerufenen Substanz. Also das geht sowohl bei Magie, Aufrufen als auch bei Befehlen. Die blaue Substanz hat keinen weiteren Nutzen mehr hier, leider. Sie glüht sonderbar. Näher herangehen. Was, ja, nee, das war's, okay. How did I come out of here? Nee, so nicht. Wieder nach unten gehen, okay. Gut, lass uns aufbrechen. Wisst ihr noch, wie man die Maschine da unten bedient? Wenn ihr Substanzen sehen wollt, könnt ihr jederzeit herkommen. Okay. Ja. Man kann sich also da hinsetzen, ganz viel Master-Substanz zusammenbasteln. Riecht nach Maschinen. Maschinen. Ich liebe diesen Geruch. Natürlich liebe ich auch den Geruch der Natur. Ist das Deck dort oben? Dann vertreibe ich mir die Zeit auf dem Deck. Ich spüre das Arbeiten des Planeten im Geruch des Windes. Ich spüre auch die Größe der menschlichen Weisheit und des Wissens im Geruch der Maschinen. Tja,
Also tschüss dann. He's a really strange guy. Wollte ich hier nur mal gesagt haben. Pass auf. Wir wollten ja eh umrüsten. Deswegen machen wir jetzt Folgendes. Sit, du alte Nasenbär. Schlumpfine. Ja, er hat auf jeden Fall ganz gut die Dinger vorangebracht, denke ich mal. Ich muss mal gucken, ob wir da überhaupt den Ultimativen machen. Also, ob wir uns das echt antun, hier die Master-Substanzen und so zu trainieren. Das weiß ich nicht. Würde nämlich auch eine längere Zeitpause vom Projekt, also fürs Projekt bedeuten. PAS bitte. So, City Baby. City, du wechselst erstmal mit ihm hier, damit wir das wieder haben. Wir holen uns Yuffie ins Team, bin ich stark für. Für Yuffie haben wir nämlich auch wieder einen neuen Scheiß. Zack, zack. So. Ja, guck's dir an, ne? Orezidu ist die beste Dings, die wir haben. Das heißt, von ihr können wir alles verkaufen. Da kriegt's das Kristallarmband. Oh, guck dir das mal an. Die kann jetzt richtig Substanz fassen, ne? Oh, geil. Du. Das wird gut. Pass auf. Schwerkraft. Zusatz. Feuer. Alle. Nee, wir machen unsere Dings rein. Machen wir da die hin. HP plus, MP plus. So, dann noch einmal wieder herstellen. Alle. Und dann können wir nochmal zwei verlegen. Nice. Aber das sind die Master. Okay. Wir könnten... Was könnten wir hier noch geben, ey? Boah, ey. Ja, das ist alles Master. Nein, nein. Zusatzschlag. Warte mal, haben wir nicht... Nee, beinhalten, okay. Meat. Gefrieren, zerbrechen, Tornado und Flamme. Machen wir den rein, wa? Würde ich sagen. Und weil wir gerade dabei sind, machen wir da auch noch ein Element rein. Und dann war's das erstmal. Dann gehen wir mit Yuffie erstmal ein bisschen on Tour. Die Firma dankt. Auch Wiederchen sehen. So, Da. Ah, okay. Wir müssen... Okay. Ich weiß, wo wir hin müssen. So, dann geht es jetzt erstmal wieder in den Nordkontinent. Ja, Level 11 mittlerweile. Jetzt macht er sich aber, ne? So, Junge, gibt's 100, ne? Ja, ich warte. So, ab geht es. Hier sehe ich noch nichts, okay. Auch da passiert nämlich noch was Spezielles. So, jetzt ist die Frage, ich glaube, ich muss durch Spawn Village, muss ich glaube ich durch, ne? Dafür, oder kann ich direkt da landen? Das wäre natürlich auch cool. Glaube ich aber nicht, wenn ich ehrlich bin. Ne. Doch! Nice! Ist ja cool. Okay, ab geht's in die vergessene Stadt. Hm, gucken wir uns da nochmal um, ne? Oh, die Mucke. Düdüm, düdüm. So, was muss ich denn da machen eigentlich? Okay. Ich ahne. Ich habe jetzt nur kurz überflogen, aber ich ahne. Wir hatten da doch so einen ganz komischen Raum gefunden, wo in der Mitte so ein Kristall drin war. Den hatten wir ja gefunden, indem wir hier quasi so lang gelaufen sind. Genau. Hier war das. Jetzt müssen wir nur irgendwie nach unten kommen. Aber das hatten wir letztens auch. Ah, guck mal. Das ist... Ja, genau. Was denn? Warte mal, ich geh mal... Okay, jetzt... Ich darf nicht. Findest du was?
Warte noch einen Moment. Ja, ich warte. Junge, ich setz schon Moos an. Mein Frohn. Vielleicht muss ich auch da dran. Gucken wir mal. Hallo? Oh Gott. Warum bin ich ja beim ersten Mal hier nicht so oft hängen geblieben? I don't know. So, dann können wir hier, genau, und dann können wir... Ah, das ist der. Jetzt wird ein Schuh raus. So, was ist los hier? Das Wissen des alten Volkes, es liegt hier so richtig in der Luft. Das will mir was sagen. Ja, was denn? Willst du dir Kochrezepte verraten? Der Planet befindet sich in einer Krise. Eine Krise, die weder durch den Menschen noch durch die Zeit überwunden werden kann. Da steht, wenn die Zeit reif ist, müssen wir nach Heilung suchen. Nach Heilig suchen. Nach Heilig? Heilig, die ultimative weiße Magie. Magie, die es vielleicht mit Meteor aufnehmen kann. Vielleicht unsere letzte Chance, den Planeten vor Meteor zu retten. Wenn eine Seele, die Heilig sucht, den Planeten erreicht, so wird es erscheinen. Meteor, Weapon, all das wird verschwinden. Vielleicht sogar wir selbst? Wir selbst? Das wird der Planet entscheiden. Was für einen Planeten, was für den Planeten gut ist, was für den Planeten schlecht ist. Alles, was schlecht ist, wird verschwinden. Das ist alles. Ich frage mich, wozu wir Menschen gehören. Nach Heilig suchen, wie stellen wir das an? Frag den Planeten. Beschaffe die weiße Substanz, damit wird der Planet an die Menschen gebunden. Frag den Planeten. Wenn unser Wunsch den Planeten erreicht, wird die weiße Substanz blassgrün leuchten. Das ist das Ende. Aeris hatte die weiße Substanz. Aber als Aeris starb, fiel sie vom Altar. Deshalb ist dies das Ende. Kannst du mal wieder aufhören damit? Weiß Gott, wie die Leute das hier verstehen. Bitte, guck dir das an. Was denn? Das ist die Schrift des alten Volkes. Kannst du es lesen? Ich kann es gar nicht richtig erkennen. Lass die Witze. Ich bin kein Nachfahre des alten Volkes. Ich kann das nicht lesen. Ich mag alt sein, aber meine Augen geben noch was her. Schau, was unter dem Geschriebenen steht. Da steht etwas in Kreide, Schlüssel in der Musikbox. Vermutlich wurde das von einem Wissenschaftler, der hier war, geschrieben. Er hat wahrscheinlich alle Kraft gebraucht, diese zwei Worte zu erkennen. Schlüssel? Wofür? Ich weiß nicht, aber vermutlich hat es etwas mit unserem Rätsel zu tun. Dann muss es etwas mit der Aeris zu tun haben. Was soll das heißen? I don't know, because die Übersetzung ist komisch. Die Musikbox dort drüben, lass uns den Schlüssel hineinstecken. Och, jetzt darf ich wieder einmal komplett rum? Nee, doch nicht. Ich werd's mit dem Schlüssel versuchen, ihr wartet hier. Pass genau auf, was passiert. Yes. Do your thing. Geht's schon wieder los? Toll, jetzt wurden wir geduscht. I can't move. Geh jetzt rein. Vielleicht findest du drin Hoffnung, oder? Okay.
Das war nur eine Leinwand, auf die ein Bild projiziert wurde. Guck auf das Bild, das auf das Wasser projiziert wird. Es wäre auch eine geile Idee für eine Leinwand, ne? So eine Wasseroberfläche. Wäre schon cool. Ach, guck mal, Iris. Aha. Es leuchtet. Es ist blassgrün. Iris hat bereits für heilig gebetet. Nachdem ich die schwarze Substanz an Sephiroth verloren hatte, sprach Iris zu mir im Traum. Sie sagte, sie sei die Einzige, die Sephiroth stoppen könnte. Zuerst musste sie aber dieses Geheimnis lüften. Das war heilig. Darum hatte sie die weiße Substanz. Iris wusste von diesem Ort, was sie zu tun hatte. Iris hat uns Hoffnung gegeben, aber sie musste ihr Leben dafür geben, ihre Zukunft. Es tut mir leid, Iris. Ich hätte das früher erkennen sollen. Du bist gegangen, ohne ein Wort zu sagen. Es war alles so plötzlich. So konnte ich nicht wissen. Darum hat es so lange gedauert, bis ich herausgefunden habe, aber Iris, jetzt verstehe ich. Iris, den Rest erledige ich. Nicht ich, du Trottel, wir. Die Hoffnung, die uns diese wichtige Person gegeben hat, darauf müssen wir aufbauen. Vincent, my man. Danke, Iris. Die Stimme von Iris hat den Planeten bereits erreicht. Sieh doch nur das Leuchten. Das Leuchten der weißen Substanz. Und was ist mit heilig? Warum bewegt sich heilig nicht? Warum? Irgendwas ist im Weg. Er ist der Einzige, der das tun könnte. Sephiroth, wo bist du? Aha. So, warte mal. Reden wir nochmal mit Bogenhagen. Oh, der ist weg. Okay, nee, dann hat sich das erledigt. Dann können wir hier wieder abhauen. Jetzt ist aber die geile Mucke hier weg. Oh, shit. Okay. Ah, okay. Los, was zum... Ketzes ruft uns an. Flüsterflüsser, Entschuldigung, ich war etwas überrascht. Was ist passiert? Weißt du noch, als die Junon-Kanone verschwand? Rufus hatte sie weggeschafft. Weggeschafft, dieses große Ding? Wohin? Warum? Rufus wollte damit Sephiroth zerstören. Die Kanone wird mit der großen Substanz betrieben, aber diese Substanzen wurde bereits für den Raketenplan verwendet. Da die Kanone jetzt nutzlos ist, hat er sie weggeschafft. Wo die Substanz? Nein, wo Mako gewonnen wird. Ach du Scheiße, und wo ist das? Oh Gott. Ist nicht sein Ernst. Ah, Mitzka. Du Scheiß, ist nicht sein Ernst. Darum, Reef, es ist dein Job, den Reaktorausstoß anzupassen. Ich verstehe. Mach dir keine Sorgen um die Anpassung, Reef. Wenn es erstmal ganz geöffnet ist, läuft alles mit Höchstgeschwindigkeit. Diesmal hat es der Präsident wirklich geschafft.
Die Idee, dass auch der Meteor verschwinden wird, basiert auf unterschiedlichen Zielen. Wenn wir Sephiroth nur besiegen können... Aha. Bitte denken Sie daran, Herr Präsident. Es war meine Idee, Makoreaktor-Granaten abzufeuern. Werden die Granaten wirklich die nördliche Grenze erreichen? Die nördlichste Grenze, Verzeihung. Offensichtlich. Natürlich. Aber Herr Präsident, bitte nennen Sie es nicht Makokanone. Diese neue Waffe heißt... Sister Ray. Oh Gott. Nicht gut. Ja, wir müssen wieder... We must go. Und ja, wir dürfen Shinra einen weiteren Besuch abstatten. In Midgar waren wir ja schon einmal, haben wir uns ja die ultimative Waffe von Tifa geholt. Ja, ich denke, gekämpft wird heute wahrscheinlich nicht mehr. Ich bin nämlich noch am überlegen, ob wir noch groß was anderes machen. Blablabla. Keine Ahnung. Da soll eigentlich jetzt noch irgendwas kommen. Aber mal schauen. Also entweder ist das Spiel... Nee, ist es nicht. Cloud? Was ist denn jetzt schon wieder? Was zum... gute Frage. Okay, was ist hier los? Okay, was? Och du Scheiße. Eine weitere Weapon. Smaragd-Weapon haben wir unter Wasser schon gesehen. Ich glaube, drei gibt's hier. Drei oder vier Weapons gibt's auf jeden Fall. Okay, ja. Was ist los? Es ist ein seltsames Signal. Ja, es löst Epilepsie aus. Von woher? Es kommt von dieser Person. Wow. Hey. Das war eine Überraschung. Die Geräte spielen verrückt. Das sieht nicht gut aus. Weapon tauchte aus dem Ozean auf und hat direkt einen Kurs auf Midgar. Die neue Waffe dürfte ihn aufhalten, oder? Nein. Ich weiß nicht, ob sie bereit ist. Hey, was geschieht mit Marlene? Keine Angst um Marlene. Sie ist an einem sicheren Ort. Sie ist bei Aeris Mutter. Barrett. Was war das eben für ein Kratzen? Wenn Marlene in Sicherheit ist, wen kümmert es da, was sonst noch passiert? Das wollte ich dir schon eine ganze Zeit lang sagen. Und da glaube ich auch wieder an den Übersetzungsfehler. Wie viele von sind wohl umgekommen, als du mit Midgar Nummer 1 hochgejagt hast? Ja, da müssen wir mal ein bisschen... Da ging es um das Leben des Planeten. Ein paar Opfer musst du schon einplanen. Finde ich nicht, Barrett. Da bin ich nicht deiner Meinung. Ein paar... Was heißt hier ein Paar? Für dich sind es ein Paar, für die Betroffenen ist es alles. Ja, da muss ich ihm recht geben. Den Planeten schützen, ha, das hört sich gut an. Gegen dich stellt sich keiner. Da meinst du machen zu können, was du willst. Das will ich von niemandem in Shinra hören. Da kann ich nichts machen. Hör auf. Katzis, Barrett, er weiß, was er getan hat. Was wir im Midgar gemacht haben, wird nicht vergessen werden, ganz gleich aus welchem Grund. Ach so, wir haben nicht vergessen, ja?
Ich kenne dich. Du kannst die Truppen nicht verlassen, weil du dich um die Leute in Midgar sorgst, ja? Cloud? Okay, vorwärts. Wir werden Weapon selber schlagen. Hey Cloud, glaubst du, wir können gegen dieses Ungeheuer gewinnen? Wir haben eine Siegschance, klar. Wie soll ich das wissen? Aber das ist kein Grund, ihn entwischen zu lassen. Wir gehen nach Midgar und kämpfen gegen Weapon. Los, ab geht die Post. Yes, we do. Aber nicht mehr in dieser Folge. Ich hoffe, ich kann mich jetzt normal... Ja, ich kann mich normal. Sehr gut. Wir landen mal eben kurz hier. Ich möchte mich vorher speichern. Und ich sage an dieser Stelle zu euch, see you guys. Und ja, schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Final Fantasy 7. Hey you guys, hat's euch gefallen? Gut, nun gibt's ein paar Regeln, denen ihr folgen müsst. Regel 1, das Video wird nicht geteilt. Regel 2, das Video wird nicht geteilt. Regel 3, lass ein Däumchen da. Regel 4, wenn du dich mitteilen willst, kommentiere. Regel 5, wer neu ist auf dem Kanal, sollte abonnieren. Denn wir sind das, was nötig ist. Wir sind das, was du brauchst. Wir sind Core Gamer Production.